herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Im letzten Video sind wir ja in Stolberg mit der Citybahn angekommen, aus Chemnitz kommend. Und heute fahren wir von hier aus weiter mit der Citybahn in einem Regio-Shuttle bis nach Glauchau. Und den Fahrtverlauf seht ihr hier auch wie immer auf der Streckenkarte. Ja, wir steigen also in Stolberg schnell um, hatte nur wenige Minuten Zeit. Und da schauen wir mal kurz hier rein in den Regio-Shuttle, also noch die alten bequemen Sitze zum Beispiel. Und wir hören uns einmal die Ausfahrt an. Ja, also der Zug, typisch wie der Regio-Shuttle eben so bekannt ist, ausgestattet mit den alten bequemen Sitze, die immer so ein bisschen an Bussitze erinnern. Sitzmuster, ja, kennt man auch von anderen Zügen dieser Baureihe, von anderen Betreibern. Also das jetzt nichts Ungewöhnliches, was man hier erleben kann. Trotzdem wollte ich unbedingt nochmal mit einem solchen Regio-Shuttle fahren, denn ja, die werden dann demnächst wohl auch verschwinden. Mit demnächst meine ich dann 2027, wenn diese Strecke hier in die Linie C11 mit aufgenommen werden soll, was ich euch ja schon im letzten Video erklärt hatte. Der erste Abschnitt der Strecke zwischen Stolberg und Niederwürschnitz wird dann auch teilweise nicht mehr in Benutzung sein, da er eben durch eine neue Strecke ersetzt wird. Ja, danach kommen die Haltestellen im Neuölsnitz, Mittelölsnitz, Ölsnitz Bahnhofstraße und hier erreichen wir dann den Bahnhof von Ölsnitz, wo dann auch die Begegnung mit dem Gegenzug stattfindet. Hier gab es auch einige Anschlussstrecken, zum Beispiel hatte man bei Niederwürschnitz auch noch die Möglichkeit in Richtung Chemnitz abzuzweigen, dieser Anschluss besteht aber nicht mehr und von Neuölsnitz aus gab es eine Bahnstrecke in Richtung Wüstenbrand. Ja, die weiteren Haltepunkte sind dann Hohndorf Mitte, Rödlitz-Hohndorf, Lichtenstein-Hartensteiner Straße, Lichtenstein, Lichtenstein-Ernst-Schneller-Siedlung und Lichtenstein-Gewerbegebiet, bevor wir dann in St. Ägidien auf die Hauptstrecke aus Dresden bzw. Chemnitz kommend in Richtung Werdau treffen. Güterverkehr besteht auf dieser Strecke nur noch hier zwischen dem Industriegebiet von Lichtenstein und eben der Hauptstrecke. Ansonsten sind hier nur die Regio-Shuttle der Citybahn Chemnitz unterwegs. Das ist eine von zwei Strecken, wo diese noch eingesetzt werden. Die zweite Strecke ist dann von Glauchau aus, unserem Endbahnhof, weiter in Richtung Gößnitz über Merane. Und hier sehen wir nochmal den Innenraum des Regio-Shuttles, ja, ohne weitere besondere Ausstattung. Der kommt ja auch nur auf kurzen Linien zum Einsatz, braucht deswegen auch keine besonders große Ausstattung. Aber bequeme Sitze, das reicht ja schon mal auf so einer kurzen Strecke vollkommen aus. Früher kamen die Züge auch noch auf anderen Strecken zum Einsatz, da wurden sie aber eben inzwischen durch das Chemnitzer Modell vom Foslo Citylink abgelöst. Heute, wie gesagt, eben nur noch zwischen Stolberg und Gößnitz im Einsatz. Und auch dort eben teilweise werden sie dann durch den Citylink noch abgelöst, sobald dann die Linie C11 umgebaut, verlängert wurde. Aber so haben wir nochmal die Möglichkeit gehabt, auch dieses Fahrzeug der Citybahn Chemnitz einmal kennenzulernen. Und wir sind jetzt hier angekommen in Glauchau. Hier geht es jetzt weiter in Richtung Zwickau. Die Strecke kennen wir schon aus anderen Videos. Das heißt, das nächste Video wird dann in Zwickau weitergehen. Das war es damit erstmal für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video dann kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich sehr über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.